Liebe Brüder und Schwestern, wahrscheinlich wäre es uns ähnlich gegangen wie Simon Petrus, als er gesehen hat, wie sich plötzlich die Netze füllten. Überreich war der Fischfang, weil Jesus sie gesandt hatte. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da wurde Petrus auf einmal bewusst, ja da ist jemand, der mehr ist als nur ein Mensch. Jesus, er ist der Messias, der Retter, der Sohn Gottes. Da ist einer, der vermag mehr, als Menschen mit ihren Kräften zu tun imstande sind. Auf dein Wort hin, sagt Petrus. Obwohl es scheinbar keinen Sinn hat. Ja, die Erfahrung hat Petrus gelehrt, jahrelange Erfahrung als Fischer. Bei Tag fischen zu gehen, das ist eigentlich zwecklos. Das sagt die menschliche Logik, das sagt die Berufserfahrung. Und dennoch, Petrus, er hat dieses Vertrauen, dass er hinausfährt, weil Jesus es ihm gesagt, ihm aufgetragen hat. Obwohl es unsinnig erscheint, er tut es trotzdem. Ja, und dieses Vertrauen des Petrus und seiner Jünger, seiner Gefährten, ja, dieses Vertrauen wird belohnt. Die Netze füllen sich überreich mit Fischen. Wären wir auch hinausgefahren auf den See, wenn wir erfahrene Fischer wären, wo doch die ganze Nacht über gearbeitet wurde, man hat sich abgemüht, hat all seine Kraft eingesetzt, seine Erfahrung, alle Kenntnisse, alles ausgeschöpft, was so rein menschlich möglich ist, ohne Erfolg. Ja, manchmal geht es vielleicht uns auch so. Wir setzen unsere Kräfte ein, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, wir geben das Letzte und es scheint sinnlos. Erfolglos ist alles, was man unternimmt. Ja, wenn man dann den Mut verliert, frustriert ist, es ist ja verständlich, wenn scheinbar alles sinnlos ist, wenn es sowieso ja zwecklos ist, sich einzusetzen, wenn man ja geneigt ist, sich einfach umzudrehen, sich abzuwenden, ja, dann sollen wir uns wie Petrus an Jesus wenden. Wir sind ja alle Getaufte. Wir gehören ja dem Herrn. Wir sind als Getaufte berufen, auch Zeugen zu sein für das Evangelium. Wir sind gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten. Ja, nicht nur jene Menschen, die der Herr in eine besondere Nachfolge ruft, sind dazu beauftragt, vom Herrn gesandt, dieses Evangelium zu bezeugen. Nicht nur Priester, nicht nur Ordensleute, gottgeweihte Personen, die sozusagen eine ganz besondere Berufung haben. Nein, alle Getauften sind gerufen, Zeugen zu sein, Boten für das Reich Gottes. Jeden ruft der Herr, folge mir nach. Das gilt nicht nur für Ordensleute, für besonders Berufene. Der Herr spricht jeden an, folge mir, vertraue mir, auch wenn alles sinnlos erscheint. Fahr hinaus auf den See, fahr hinaus in das Leben, setze deine Fähigkeiten ein, aber vertraue meinem Wort, meiner göttlichen Macht und Kraft. Ja, wo alle menschlichen Möglichkeiten versagen,
wo alle Türen verschlossen scheinen, wo man meint, man ist in einer Sackgasse, da geht es nicht mehr weiter. Da dürfen wir zum Herrn kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er hat immer eine Möglichkeit. Er kann immer eine Tür öffnen. Er kann uns immer einen Weg bahnen, auch da, wo wir meinen, es geht nicht mehr weiter. Er kann immer alles umwenden, zum Guten hinwenden, auch wenn die Netze sozusagen leer sind, auch wenn man vergeblich alle seine Kräfte eingesetzt hat, all seinen guten Willen, alles, was möglich war. Ja, wir haben einen Vater im Himmel, der uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat. Zu ihm dürfen wir beten, ihn dürfen wir um Hilfe bitten. Und wenn wir mit Vertrauen zu ihm kommen, wird er uns gewiss seine Hilfe nicht versagen. Ja, Jesus, er ist dieses ewige Wort des Vaters. Er ist nicht nur Mensch, sondern auch Gottes Sohn. Er vermag letztlich alles, wenn er will, mit seiner Macht. Er kann uns Hilfe bringen und er sorgt nicht nur für unser leibliches Leben. Er ist nicht nur um unser irdisches Leben besorgt. Er gibt uns nicht nur das, was wir für unser irdisches, zeitliches Dasein brauchen. Er ist noch viel mehr besorgt um das Heil unserer Seele. Deswegen ruft er uns, ihm zu folgen, seine Zeugen zu sein, weil dieses Leben auf Erden ja relativ kurz ist. Wie schnell vergehen ein paar Jahrzehnte? Und was ist dann, wenn die Stunde des Todes kommt? Wir wissen, einmal müssen wir sterben, auch wenn wir diesen Gedanken oft gerne weit wegschieben, weil es unangenehm, schmerzlich ist, weil es vielleicht auch mit Angst verbunden ist. Jesus möchte uns eine Hoffnung schenken, die über den Tod hinausgeht. Er ist unsere Auferstehung, unser Leben. Er ist, wie der Apostel Paulus es auch bezeugt hat, die Auferstehung. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Er schenkt auch uns Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Auferstehung. Ja, diesem auferstandenen Christus ist Paulus begegnet. Und dieser auferstandene Herr hat sein Leben völlig umgewandelt. Aus dem Christenverfolger ist ein Christusverkünder geworden. Völlig umgewandelt wurde der Apostel Paulus, der vorher Saulus hieß, weil er ja diesem Christus begegnet ist, dem Sohn Gottes, weil er berührt wurde von seiner Liebe, von seinem Licht, von seiner göttlichen Kraft. Wir lassen auch wir uns berühren vom Herrn. Öffnen wir ihm unser Herz. Er möchte uns segnen, er möchte unser Leben fruchtbar machen. Er möchte uns befreien von allen Götzen, die uns nur das wahre Leben rauben wollen. Ja, klammern wir uns nicht an den irdischen Besitz, an das Bankkonto, an materielle Reichtümer. Denn wir wissen ja, einmal müssen wir alles zurücklassen. Wenn die Stunde des Todes da ist, dann bleibt nur das, was wir wirklich im Herrn getan, gegründet haben. All das, was wir aus Liebe zu ihm und den Mitmenschen gegeben haben, das bleibt auch für die Ewigkeit. Überall dort, wo wir ja unserem Gewissen gefolgt sind, wo wir nicht diesem Mainstream oft gefolgt sind, diesem bequemen Weg, wo wir uns bemüht haben um Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit, wo wir unsere alltäglichen Pflichten, so gut wir es eben gekonnt haben, erfüllt haben, wo wir bereit waren, einander ja, in Liebe zu dienen, einander füreinander da zu sein, damit alle Menschen etwas erfahren von dieser Güte Gottes, wo wir bereit waren, miteinander zu teilen, damit
auch jene, die arm und notleidend sind, etwas bekommen und nicht darben müssen, weil Gott der Vater für alle seine Kinder sorgen möchte, weil er genug da ist für alle Menschen. Ja, vertrauen wir Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er hat die Macht, alles umzuwandeln. Er kann uns ja die Tür zum ewigen Leben öffnen, weil er selber das Leben ist. Amen.